Ich denke, die Geschwindigkeit der Entwicklung von neuen therapeutischen Ansätzen ist momentan exponentiell in der Beschleunigung. Und wir werden ganz neue Ansätze sehen, die man noch nie gesehen hat, von neuen gentherapeutischen Ansätzen oder Gene-Editing-Ansätzen bis zur zellulären Therapie und sogar zu den, zum Organprinting hin. Ansätze, von denen man wahrscheinlich vor 20 Jahren tatsächlich nur geträumt hat, aber die jetzt tatsächlich langsam Realität werden und die sich relativ rasant entwickeln werden, sodass Menschen, die in ihren Mitte 40ern angefangen haben, daran zu forschen, eventuell schon die Produkte noch in ihrer Lebenszeit sehen werden, was in den 70ern, 80er Jahren vielleicht nicht so der Fall gewesen wäre. Ja, die Gesundheitssysteme müssen wahrscheinlich umdenken, denn es gibt Ansätze mittlerweile, die kurativ sind und nicht nur palliativ. Dementsprechend müssen Krankenkassen umdenken, wie man dafür bezahlt und wie eine Gesellschaft für diese Kosten aufkommt. Ich denke, Pharmafirmen müssen sich umdenken, weil ihr Geschäftsprodukt, Geschäftsprinzip sich ändert, in der Weise, dass sie nicht mehr viele Pillen, für die alle gleich aussehen, für viele Menschen herstellen, sondern individuelle Therapien herstellen müssen, in wesentlich kleineren Ansätzen, in wesentlich kleinen Batches, was das komplette Produktionssystem der Massenproduktion auf den Kopf stellt und natürlich für den Patienten wesentlich besser ist. Aber ja, das Geschäftsprinzip wird komplett umgewälzt werden. Ich denke, da müssen sich die Pharmafirmen darauf einstellen, tun sie auch schon. Aber es ist doch viel Gewöhnungsbedarf nötig mittlerweile. Ernährung. Wesentlich Ernährung. Auf zweierlei Sachen, zweierlei Art, denke ich. Also die Agrobiotech wird voranschreiten dadurch, dass die Weltpopulation einfach wächst. Und mit normalen Mitteln mittlerweile relativ schlecht ernährt werden kann. Da muss sich was entwickeln, ansonsten werden wir größere Probleme haben zwischen armen und reichen Ländern. Und auf der anderen Seite auch noch in der Mikrobiomabteilung der Gesundheitsförderung wiederum, wo das Mikrobiom eines Individuums erfasst werden kann und analysiert werden kann und sich dementsprechend besser ernähren kann, um die richtige Balance in der Ernährung zu finden, die auf ihn selbst zugeschneidert werden kann.